Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sollen hier den Dschungel durchqueren. Dabei wollen wir aber irgendwie auch möglichst hier alle Sachen einsammeln. Es gibt ziemlich viele davon. Wir sollen uns nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Schauen wir mal. Ja, wieder so kein. So, hier hoch. Ja, geschaut, also wir haben schon 20% angeblich vom Spiel abgeschlossen. Das ist aber sicher, also die Story-Missionen müssen da mehr gelten, weil, also ich habe noch nie im Leben ein Fünftel der Spielzeit. Hey, den wollen wir noch nicht machen. Den Todessprung. Entschuldigung, meine Stimme ist halt schon wieder. Und einfach noch etwas heiser. Ich will zu den Tieren. Nee, okay, da geht's nicht weiter. Da kommen wir sicher nicht hoch. Er hat sich das ausgedacht, dass er mich da sehen kann. Ich habe hier noch keine Ahnung, wie ich überall hinkommen soll. Komm her, du warst ja schon wieder ewig, ja. Ah, ah, oh, oh.
Sehr schön. Ja, haben wir wenigstens einen weißen Jaguar gehäutet. Das ist schon mal ganz gut. Genau, hier unten brauchen wir den. Siegnote ist leider nicht mehr da. Muss vielleicht noch ein bisschen weiter gehen, schauen wir mal. Dem Stamm irgendwie. Ah. So, dann gehen wir nochmal zurück, weil die Note wieder da ist. Da, komm jetzt her. Sehr gut. Oh mein Gott. Dann haben wir wenigstens das und die Mission dann irgendwann nochmal machen. Ohne Kampf ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Da muss man ein bisschen Zeit mitnehmen. Also jetzt auf den ersten Blick. Wie immer relativ alleine. Also, Edward. So, hier hinten, das haben wir eigentlich alles erledigt. Wir dann hier vorne auf die Insel.
So, hier runter, da sind dann die nächsten Wachen. Sehr gut. Warten wir uns da hinten nochmal. Gut, dann hier hinten rein. Ist die Truhe. Die Mission erinnere ich mich mal zur Abwechslung wieder gar nicht. Weiß jetzt noch nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, dass mir die so null in Erinnerung geblieben ist. Da oben soll man woanders hingehen. Oben wäre direkt das Ding gewesen. Upsi. Jetzt hat er die Leiche auch mal entdeckt. Hoch hier. Alto, quiero hablarte. Tú escaparás tan fácilmente. Guten Tag und tschüss. Mal schauen, ich glaube, verpasst haben wir noch nichts. Ich weiß noch nicht, wie man hier ganz rechte Gebiet, aber ich gehe jetzt davon aus, so schlauchig eigentlich, dass man da vorbeikommen müsste. ¡Hay alguien en los arbustos! ¡Ha llegado! ¡Dach, tschüss! Dann wollen wir hier hinten einmal drum rum. Okay. Ey, gleich so wenig verfügbar. Dann können wir maximal die Schatzkarte finden.
Ich glaube, wir gehen wieder hinten rum. Okay, es hat schon mal viele angezogen. Gut, auch die haben wir erlegt. Wegen der Leiche sind sie wieder scharf. Die Mächer hoch für die Schatzkarte. Schau mal, wo das diesmal ist. X33 784. Ah, in Nassau. Okay, wenn man es merken, wir haben die erste Schatzpartie. Seht zu, dass ihr die Ladung sichert! Was geht hier vor? Da, Julien de Casse. Der Luftattentat töten. Seht zu, dass ihr die Ladung sichert! Nicht einfach, weil das heißt, ich muss irgendwie hier hochkommen, ohne dass mich jemand entdeckt. Bewegung, an die Arbeit! Fils de putain! Komm, kletter, 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 kletter. Ah, das ist der. Seht zu, dass ihr die Ladung sichert! Dieses Feuer, wie? Da kann ich rüber. Und dann von hier sind wir über ihm. Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Fils de putain! Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Doch ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst.
Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unseren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft. Eine freie und offene Welt. Ohne Parasiten wie dich. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Die Burg gehört uns! Ja! Zumindest das zweite haben wir. Hey! Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Ein Begrüßungsgeschenk. Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr 11. Oh. Bonjour. Natürlich. Richtig aus. Nun, Olivier will Sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Suivez-moi. Oberstes Stockwerk, nicht schwer zu finden. Aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Deshalb hat unser Tool-Team eine tolle Karten-App entwickelt. Auf Ihrem Kommunikator. Ich habe Oliviers Büro schon eingegeben. Das finden Sie leicht. Olivier ist echt nett, der beißt nicht. Ich bin gespannt. Etage 15, einmal nach oben, hallo? Bitte. Hi. Test, Test. Funktioniert das Ding? Hier ist John aus der IT. Wir kennen uns schon. Ich habe deinen Animus kalibriert. Ich bin so eine Art Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Ich mach den ganzen Technikkram. Hast du eine Minute oder... verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Okay. Ich piepst dich an, wenn du fertig bist. Ich muss dich um was bitten. Eh, warum auch immer. Bonjour. Gehen Sie rein. Er erwartet Sie schon. Er so geheimnisvoll tut. Haben wieder keine Freigabe dafür. Also man kann hier, glaube ich, auch so ein bisschen Mission machen. Ich weiß aber nicht mehr. Damit habe ich mich mit Sicherheit nie stark befasst. Naja. Solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben, möchte ich unser Flaggschiff nicht gefährden. Edward Kennedy. Aber so hat Hollywood auch einmal angefangen, oder? Mit Piratenfilmen. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Und jetzt haben wir Zugriff auf das echte Material. Oui, oui. Ganz genau. Wir besprechen das alles bei der Aktionärssitzung. Gut. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Mach's gut, Leticia. Salut. Hey, danke, dass Sie kommen konnten. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Also, ich habe Ihre Daten überprüft. Ziemlich starker Tobak. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen. Geben wir etwa doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Eine schöne Stadt, nicht? Der Hauptgrund, warum ich Sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatorium. Er wurde bereits mehrmals in Ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Wenn es nach mir ginge, en sans crise, ist die Mühe nicht wert.
Aber ein paar rohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie allen Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh, das Telefon. Da muss ich rangehen. Wir sehen uns später. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, oui, oui. Tout va bien. Okay. Mehr gab's also nicht. Dann wird uns jetzt... Was? Scotty. Nee, John hieß er. Hi, John aus der IT nochmal. Hast du eine Sekunde? Gut. Ich setze einen Wegpunkt auf deiner Karte. Also, eine Kollegin von dir ist seit heute im Urlaub und hat vergessen, dass sie mir noch ein Video schicken wollte. Mit allen anderen auf der Etage komme ich nicht klar. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Kannst du die Datei von ihrem Computer kopieren und dem Kurier geben, wenn er kommt? Ist ganz einfach. Du gehst nur zu ihrem Animus rüber, loggst dich ein und überträgst die Datei. Easy. Und beeil dich bitte, bevor ich einen Grund finde, dich auch zu hassen. Verschlossen? Kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man wie ich Sicherheitsfreigabe Stufe 1 hat. Hast du jetzt auch. Missbrauche sie nicht. Nein. Log dich ein und ich führe dich dadurch. Machen wir uns gleich wieder beliebt in unserem ersten Tag hier. Jetzt musst du den Kern umgehen, um an die Daten zu kommen. Wenn du soweit bist, wird dein Kommunikator die Daten automatisch herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Ah, okay. So ging das. Daran erinnere ich mich sogar so ein bisschen. Jetzt lädt es die Datei runter. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. Mhm. Den kennen wir ja schon. Papst Alexander der VI. Rodrigo Borgia. Okay, wir müssen also 33 Computer hacken. Und dann machen wir das doch mit denen mal hier gleich. Also ich weiß nicht, ich mach das nie mit denken. Lass mal meistens mit ausprobieren, schneller. Komisch, ich habe diese Erinnerung an dich, auf die ich immer wieder zurückkomme und ich denke daran, wenn ich arbeite oder bevor ich ins Bett gehe, weil sie mich irgendwie beruhigt, schätze ich. Ich war 14, glaube ich, und du hast mir beigebracht, wie man sich leichtfüßig bewegt, weißt du noch? Wie man sich der Geräusche seiner Bewegungen bewusst wird. Ganz einfache Dinge. Dinge, die ich jetzt verstehe, aber damals, ich muss dir sagen, dass ich dich für ein Arschloch hielt. Also, du sagtest, du gehst in dein Zimmer, setzt dich mit dem Rücken zur Tür und liest ein Buch und ich sollte mindestens 15 Minuten warten, aufschleichen und dir auf die Schulter tippen, ohne dass du es bemerkst. Ich erinnere mich sogar an das Buch, das du gelesen hast, das von Captain Johnson. Du hast mich gewarnt. Wenn du mich erwischst, muss ich von vorne anfangen. Dann gingst du hoch. Und ich wartete. Wartete, wartete und wartete. Ich wartete 4 Stunden, bis ich nach oben ging. Selbst dann dauerte es 20 Minuten, bis ich die Treppe erreichte und weitere 30, um sie hochzusteigen. Nochmal 10, um in die Halle zu kommen. Und dann stand ich vor der Tür. Und ich... sah in dein Zimmer. Und ich hatte so gehofft, dass du schläfst. Aber nein, du nicht. Du hast gelesen. Und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Aber 10 Minuten später war ich keine 2 Meter von dir entfernt. Und ich erinnere mich, dass ich den Fuß aufsetzte. Und du hast gezuckt. Ganz leicht hast du gezuckt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein, aber ich wusste, du hattest mich gehört. Du hast nichts gesagt. Du hast nur auf die Uhr gesehen, nach deinem Drink gegriffen, getrunken und weitergelesen.
Aber ich wusste, ich hatte verloren. Nur du hast nichts gesagt. Ich wusste nicht, warum. Ich hechtete vor und tippte dich auf die Schulter. Du hast dich umgedreht und gesagt, oh, fantastisch. Du hast mich hochgehoben und in den Arm genommen. Und ich habe nichts gesagt. Aber Dad, Dad, ich war so angepisst. Ich wollte dich anschreien. Ich hatte versagt und du wusstest es. Aber du hast geschwiegen. Und ich war sauer. Wochenlang. Ich dachte, du würdest mich schonen. Ich dachte, vielleicht hättest du gemerkt, dass ich nie der Mann sein würde, der ich werden sollte. Erst vor ein paar Jahren habe ich kapiert, dass du auf die Uhr gesehen hast. War ein Hinweis, oder? Du hast mich gewinnen lassen, weil ich so geduldig war. Ich schätze, das hat dir imponiert. Weißt du, in dem Moment dachtest du, du bist lieber mein Vater und nicht mein Mentor. Ich weiß es wirklich nicht. Für dich ist das vielleicht dasselbe. Weißt du, wie auch immer, ich bin froh, dass sowohl mein Vater als auch mein Mentor an dem Tag Rücksicht auf mich nahmen. Ich verstand es damals nicht. Jetzt glaube ich schon. Oh, der liebe Desmond. Haben wir hier noch was? Eine Haftnotiz. Hier noch den Computer, den wir eigentlich auch hacken sollten. Ja, war nicht so schwer. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fisher Case über Subjekt 17, Desmond Miles. Das Subjekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab, Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Der Obduktionsbericht. Hey, du bist ja besser als ich gehofft hatte und jetzt im Allschritt runter in die Lobby, na los. Also, die Datei, die du besorgt hast, du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön. Sobald du sie abgegeben hast, tu so, als wäre das nie geschehen, okay? Nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht. Wie auch immer, der Kurier wartet unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal, sei kein Kollegenschwein. Außer du kannst nicht anders. Okay, aber das schauen wir uns im nächsten Part an. Wir werden natürlich keine Gezies mehr hacken. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis denn. Tschüssi.